Damit willkommen zu Adventkalender. Schaffe ich es, alle vom Lenz-Weltmeister von 1950 bis heute richtig zu erraten? Und das in 10 Minuten. Ihr dürft gerne einen Score in die Kommentare schreiben und wie viel ihr wusstet. Und ich würde mal sagen, abonniert gerne kostenlos den Channel, dass nichts mehr passt. Lasst doch gerne einen Daumen oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Und wir sagen mal, let's go. Und ich starte mal das Ganze. Wir haben Varina, das war der erste. Dann haben wir Ascari, der war auch da. Fangio natürlich, den dürfen wir nicht vergessen. 58, Surtees war auch dabei. Wer war noch in den glorreichen 50er Jahren? Wir haben Stewart. Ah Mann, was schreibe ich denn hier? Stewart, nein, mit D. Was schreibe ich denn? Stewart oder Stewart. So, dreimal natürlich den guten Senna. Dann haben wir Hamilton, Schumacher, Alonso, Verstappen. Dann haben wir Prost. Das ist natürlich Prost. Dann natürlich den guten Lauda, den Rind. Dann haben wir Brabham. Auch dreifacher Weltmeister mit Ferrari damals. Das könnte Lafitte, nein, ist er überhaupt Weltmeister geworden? Da bin ich mir sehr unsicher. Hill, da haben wir gleich den Vater und den Sohn, genau. Graham und Damon und auch den Phil. Dann auch noch Jones, den Alan Jones, der Australier, glaube ich. Red Bull, natürlich Sepp, einer wie keiner, 2016. Rosberg, auch klar, mit Brown, den guten Jenson Button, mit 2007 Raikkonen, auch ein Wahnsinnsfahrer wirklich, und er ist wirklich einer mit, wo man sagt, wow, der, so lange ist das schon her. 99 Häkkinen, der war es auch 98, natürlich 97 war es Villeneuve, 92 Mansell, 87 Williams. Puh, jetzt wird es schwierig. Wir haben natürlich noch den Clark, den Jim Clark, dreifach Weltmeister. Nein, doppelt? Eigentlich dreifach, oder? 67 Brabham. Jetzt wird es schon höher. 74 war es dann natürlich noch der. Wie heißt denn der? James Hunt. Hunt. Okay, der war 76. Wer war es dann? 74. Andretti war es 69, glaube ich. Andretti war es 78, gut. 79 Ferrari. Reutemann war es doch nie, oder? Nein, der heißt Reutemann, glaube ich, oder? Reutemann. Nein, der war es nie. Wir haben auch noch 1979 Ferrari, einen Brabham-Piloten. Ja, Rosberg waren es auch zwei natürlich. Brabham nochmal. Viele Brabham-Piloten, die mir nicht einfallen. Aber ich bin schon mal sehr zufrieden, dass wir 60 erraten konnten. 74 McLaren. Wer könnte, kann das McLaren selbst gewesen sein? Aber ich glaube, der ist nicht Weltmeister geworden. Nein. 74 McLaren. Alan Jones ist mit McLaren Weltmeister geworden. Das weiß ich. War es überhaupt Alan Jones? Ja. Tyrell, Brabham, Ferrari. Und auch noch Fittipaldi. Der fehlt mir auch noch. Genau, Emerson war es. Der Lotus und der McLaren. Und dann fehlen wirklich nur noch drei Sachen. Oder drei Fahrer beziehungsweise. Und das ist dann nicht mehr so schwierig. 67 Brabham, keine Ahnung. 79 Ferrari. Wer ist 79 für Ferrari gefahren? Villeneuve, aber der ist nicht Weltmeister geworden. Ich habe keine Ahnung mehr. Wir gehen mal auf Give Up und vielleicht werden wir nachher noch ein bisschen quizzen. Und wir haben 96%. Wer fehlt uns hier? Jody Scheckter, Mike Houghton, den wusste ich, und Danny Halm. Ja, Danny Halm, der, ja, ich sage jetzt zwar ja, aber der wäre mir nie im Leben eingefallen. Und ich würde sagen, wir gucken mal aufs Quiz, auf Solate. Und jetzt noch cooler, eine 5-Minuten-Challenge, ob ich alle Konstrukteure richtig erraten kann, die es seit 1958 gibt. Also, wir fangen natürlich mit dem Neuesten an, mit Red Bull. Dann haben wir Mercedes, die haben oft die Konstrukteurswertung gewonnen, genau von 14 bis 21 jedes Jahr. Ferrari 16 Mal, das war einfach. Wir haben aber auch Van Well, glaube ich, heißen. Nein, die heißen Van Wall. Nein, wie heißen die denn? Van. Nein, warte, ich habe keine Ahnung. Van Wall.
Keine Ahnung. Wir haben McLaren natürlich. Wir haben Williams. Wir haben BMW. Die sind es aber nie geworden. Aber wir haben schon viele im Mittelfeld. Schumacher. Das war Jordan noch, oder? Nein, das war... Boah, fuck. Jordan oder... Fuck, wie haben die geheißen? Benetton. Benetton? Nein. Benetton. So, nein. Benetton? Genau, Benetton. 2005 und 2006 war das natürlich Renault. 2007 war es Brown. Dann haben wir jetzt schon mal alle bis 1979. Mario Andretti ist vielleicht mit Lotus Weltmeister geworden. Viel Lotus. Alfa waren am Anfang gut. Romeo. Alfa. Romeo? Hä? Romeo. Okay, egal. Dann hatten wir am Anfang, was gab es denn dann noch? Jack Brabham. Es gab natürlich auch den Brabham. Ganz klar. Dann gab es noch mit Jackie Stewart. Boah, Mann, wie heißen die denn? Vorhin noch gelesen. Fuck, wie heißen die? Es war der Tyrell. Tyrell? Nein, warte mal, wie heißt der denn? Tyrell? Keine Ahnung. Was gab es denn am Anfang noch? Sterling Moss. Mit was ist denn der Konstrukteur? Wenn wir es wollen. Jack Brabham. Honda eventuell? Nein. Mit welchen Teams sind die denn alle gefahren? Mit was ist Jack Brabham gefahren? Alpha und Mercedes? Boah, ich stehe voll am Schlag, Leute. Jackie Stewart. Mit was ist der gefahren? Einer ist safe mit Van Well oder so. Van... Mann, ich weiß nicht, wie die Scheißmarke heißt. Jim Clark, Lotus. Na klar, Ferrari, klar. Nein, es war Lotus. Okay, Graham Hill. Was war denn da damals noch so? Aber welches Team am Anfang noch da? Alpha und das zweite, dieses geschichtsträchtige Team. Sechs Sachen fehlen mir noch. Wir haben alles bis 1990. Sogar bis 1972 konnte ich alle Konstrukteure erraten. Wir haben Ferrari, Red Bull, Mercedes. Wir haben Williams. Wir haben... McLaren, Ferrari, Williams. Das ist natürlich immer das Lotus auch. Van Well ist safe eins dabei. Ich weiß aber nur nicht, wie man das schreibt. Alpha ist dabei und Maserati. Maserati. Nein, T2T. Maserati. Warte, dabei. Nicht dabei. Gut, ich muss auf Give up geben, weil ich einfach zu dumm bin, den nächsten zu erraten. Cooper natürlich, Cooper Climax und diese Matra wäre ich nie drauf gekommen. Mit 2R und 2L, okay. BIM, genau, British Racing Motorsport oder so. Van Well, okay. Wie viele hättet ihr richtig gehabt? Ja, das ärgert mich, dass ich gerade... Ja, die haben aber die ganzen am Anfang vergessen. Also sprich von 58 bis 50, weil da wäre auch noch Maserati dabei gewesen, da wäre Alfa Romeo dabei gewesen und ich glaube auch noch ein Tyrell. Aber was sagt ihr? Wie viel hättet ihr richtig erraten? Schreibt es in die Kommentare. Macht ganz plus wegen das Herzrot für mehr Adventkalender und Content auf meinem Kanal. Danke für euren krassen Support.